Ich spürte nichts mehr. Nicht die Fesseln an Händen und Füßen, wie sie mir tief ins offene Fleisch schnitten. Nicht die Steine, die mir die Haut aufschürften. Ich konnte kaum atmen, rang nach Luft. Mir wurde schlecht und ich musste würgen. Dann ließ er mich los und schaute mich an. Da wusste ich, dass er mich töten würde. Was sonst hätte er mir noch antun können? Ich lag einfach nur da und wartete. Dann hörte ich ein leises Plätschern, wie ein Kind, das in eine Pfütze springt. Das Plätschern kam näher und wurde lauter. Ein beißender Geruch stieg auf. Meine Wunden brannten, mein Puls raste. Ich hatte Todesangst. Dann sah er mich an, lächelte und zündete langsam ein Streichholz. Es wurde heiß. Unerträglich heiß. Ich wollte schreien, aber mir fehlte die Kraft. Doch plötzlich spürte ich nichts mehr. Ich blickte zum Himmel und konnte die Sterne sehen. Unzählige, glitzernde Sterne. Bravo! 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 Es dauert nicht lange, ich will nur Hallo sagen. Wer ist er denn? Der Verleger. Hat's Ihnen gefallen? Das war super. Ganz toll. Vielen Dank. Tschüss. Großartig. Hey. Schön, dass du kommen kannst. Hast du Stress? Was ist der? Ist nur nervös. Und? Schon gelesen? Total spannend. Aber medizinisch betrachtet, an manchen Stellen würde ich sagen, nicht ganz korrekt. Naja, nennen wir es mal künstlerische Freiheit oder vielleicht besser Wirkung vor Logik. Aber danke nochmal, dass ich bei dir in der Pathologie recherchieren durfte. Gerne, immer wieder. Ach so, das ist meine Kollegin Ina. Hallo. Von der Kripo. Hallo. Auch das noch. Und, wie ist Ihr Urteil? Ja, interessantes Buch und schön gelesen auch. Na, wenn Sie meine Stimme so mögen, dann schenke ich Ihnen das Hörbuch. Dankeschön. Betrachten Sie es einfach als eindeutigen Bestechungsversuch, der mich hoffentlich vor weiterer fachlicher Kritik bewahrt. Ja. Entschuldigung, können Sie vielleicht aufhören, mir das Ding ins Kreuz zu rammen? Dankeschön. Kommst du, Ina? Tschüss. Was ist denn heute los? Bin ich unsichtbar oder was? Ja, ich glaube, wir gehen. Das Buch macht aggressiv. Ja, komm, lass uns gehen. Zu dir fahren. Lass mal. Wir haben beide schon ein bisschen viel getrunken. Hm?
Fenster. Warte. Morgen. Morgen. Kein schöner Anblick, weibliche Brandleiche. Noch keine Hinweise auf die Identität. Ein paar Bahnarbeiter haben sie heute Morgen entdeckt. Brandbeschleuniger? Herkömmliches Benzin. Der Erkennungsdienst geht davon aus, dass das Feuer etwa 5 bis 8 Stunden hält. Morgen. 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 Ja, sieht so aus, als ob das Opfer von hier aus dem Ort darüber geschleift worden ist. Wir müssen ein bisschen auf die Spuren aufpassen. Ja. Sophies Ring. Morgen, Frau Doktor. Was ist denn mit ihr los? Tina, das solltest du dir nicht antun. Das ist schon okay. Aber ich glaube, ich weiß, wer das ist. Sophie Trutz, die Krimi-Autorin. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ja, guten Tag, Frau Winter. Mein Name ist Maybach, Kripo Leipzig. Das ist meine Kollegin Zimmermann. Guten Tag. Wir wollten eigentlich zu Ihrer Nachbarin. Ist Sophie etwas passiert? Tja, das wissen wir leider noch nicht ganz genau. Wissen Sie denn, ob Sophie Trutz letzte Nacht überhaupt nach Hause gekommen ist? Oder ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Moment, wie war das noch? Ich bin um 1.43 Uhr aufgewacht, weil ich Sophies Stimme im Flur gehört habe. Dann bin ich aufgestanden, um nachzusehen. Gutes Gedächtnis. Oh, danke. Mit wem hat sie denn gesprochen? Es tut mir leid, ich habe nur Sophies Stimme gehört. Aber ich bin etwas beunruhigt. Wegen diesem Mann. Welcher Mann? Ja, Sophie fühlte sich von ihm belästigt. Er stand manchmal vor dem Haus und sogar einmal im Hausflur. Wie sah der Mann aus, wissen Sie das? So ein großer, ziemlich kräftig und trug immer so eine Wollmütze. Hatte der zufällig auch so einen langen, hellen Trenchcoat an? Ja, genau. Aha. Gestern Abend bei der Lesung, da war ein Typ, auf den passt die Beschreibung ganz genau. Der stand in der Reihe hinter mir, hat mich immer so angeatmet und angerempelt. Sagen Sie, Frau Winter, haben Sie zufällig einen Schlüssel für Sophies Wohnung? Ja, für alle Fälle. Hier ist er. Kommen Sie, kommen Sie. Sophie! Kind, bist du da? Ich versuche seit Stunden, Sophie zu erreichen und sie ist heute Morgen schon im Pressetermin geplatzt. Wir gehen davon aus, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde. Sie meinen sie ist? Ja, wir haben sie noch nicht identifiziert, aber es deutet alles darauf hin. Den hatte ich vorhin im Verlagsbriefkasten. Hat ihn außer Ihnen noch jemand angefasst? Nein, darf ich? Wann haben Sie Sophie Trutz das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Sie hatte eine Lesung und danach sind wir alle noch auf ein Glas zusammengesessen. Alle? Wenn ihr jetzt Sagen Sie, Frau Winter, kennen Sie Freunde oder Bekannte von Sophie? Ach, sie arbeitet immer so viel. Meistens mit dem Herrn aus dem Verlag, ihr Lektor. Und ab und an kommt Jenny. Sie ist auch Schriftstellerin. Und dann reden wir über Literatur. Jenny? Welche Jenny? Jenny Kunst, eine junge Autorin, und Matthias Schleitz, unser bester Lektor. Die Herren sind von der Polizei. Guten Tag. Von der Polizei? Ja, es geht um Sophie Trutz. Ihr wart doch gestern Abend noch länger mit ihr zusammen, nachdem ich weg war. Ich bin nicht mehr so lange geblieben. Du warst doch noch da, oder? Ja. Ja, und sie hat sich ein Taxi genommen und ist nach Hause gefahren. Von der Polizei. Wir gehen davon aus, dass sie heute Nacht Opfer eines tödlichen Verbrechens wurde. Sie ist verbrannt worden. Verbrannt?
Händen. Verbrannte im Bucht? Das gibt's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Scheiße, das ist meine Schuld. Wir sind zu weit gegangen. Wir sind einfach zu weit gegangen. Warum zu weit gegangen? Ich habe sie doch dazu gebracht, das alles zu schreiben. Danke. Wovon sprechen Sie? Wir haben ein halbes Jahr an dem Buch zusammengearbeitet. Entschuldigen Sie, was wissen Sie von Sophie Trutz? Wir waren Freundinnen. Entschuldigung, mir ist schlecht. Ich würde gern gehen, kann ich gehen? Ja, natürlich. Ina, geh doch raus, wenn dich der Geruch stört. Ist doch kein Problem. Schon in Ordnung, ist nicht so schlimm. Ina, Jan hat recht. Und? Ist das Sophie Trutz? Kein Zweifel. Die DNA-Probe aus ihrer Wohnung ist identisch mit den Überresten der Leiche. Und weiß man schon was über die genaue Todesursache? Vieles stimmt zwar mit dem Buch überein, aber eben doch nicht alles. Das Opfer im Buch wurde lebendig verbrannt, Sophie. Sophie dagegen starb vermutlich an einem Schädelbruch. Das heißt, sie war schon tot, bevor sie verbrannt wurde, ja? Anzunehmen. Ihr Hinterkopf ist gegen etwas Hartes gestoßen. Oder gestoßen worden. Ist alles in Ordnung? Möchtest du dich setzen? Es geht schon. Du hast gesagt, dass das Opfer im Buch vergewaltigt wurde. Richtig. Ist aber bei Sophie nicht mehr feststellbar. Fakt ist, dass zum Zeitpunkt der Verbrennung Sophie bekleidet war. Das Opfer im Buch war nackt. Aber ein Sexualdelikt lässt sich trotzdem nicht ausschließen. Wie schon gesagt, der Zustand der Leiche lässt offen, ob Sophie... Scheiße! Was hast du denn? Ich erkläre es dir später. Hoffentlich haben wir es nicht mit einer Nachahmungstat zu tun. Dann hätten wir jetzt tausende verdächtige Leser. Soweit ich weiß, wird die Frau im Roman verfolgt, vergewaltigt... Und dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Sophie Trutz war aber schon tot, bevor sie verbrannte. Das hört sich alles total krank an. Also wenn der Mörder ein Psychopath war, dann will er uns vielleicht ein Zeichen geben. Ich meine, vielleicht will er ja entdeckt werden und handelt deshalb genauso wie im Buch. Das würde zumindest den Bekennerbrief erklären. Das hier ist übrigens der Mann, den uns Sophies Nachbarin beschrieben hat. Und das ist eindeutig derselbe Typ, den ich gestern Abend bei der Lesung gesehen habe. Die Fahne nach ihm läuft. Wie ist denn eigentlich der Fall im Buch aufgeklärt? Keine Ahnung, ich bin gestern eingeschlafen. Bin noch nicht so weit. Also, solange wir nichts Konkretes haben, dann werden wir uns um den engsten Personenkreis des Opfers kümmern. Familie zum Beispiel. Gibt keine Familie. Eltern sind beim Autounfall gestorben. Schätzt mal, wir müssen mal am Verlag dranbleiben. Ach, das sind merkwürdige Typen. Dieser Verlagschef, dann der Lektor, der völlig außer Fassung geriet, die Freundin. Miguel, das ist eine gute Sache für dich morgen. Du redest mit ihr. Den Verlagschef, den habe ich gestern Abend übrigens auch gesehen. Sah aus, als hätte er einen ziemlichen Streit mit Sophie Trutz. Wie es aussieht, schon die Reifenabdrücker am Fundort von der Erstbereifung von Opel Corsa. Ich mach das. Gut. Ina und Jan, ihr kümmert euch morgen um den Lektor und ansonsten denkt die Bettlektüre. Ich bin dabei. Katrin? Ina. Hier bist du. Oh, ich hasse diese Treppe. Willst du auch einen Schluck? Ja. Du darfst ja nicht. Wie geht's dir? Normalerweise sind sie namenlos. Ich war immer die Beste in meinem Jahrgang. Konnte alles, hatte immer alles unter Kontrolle. Als dann Sophia auftauchte, wegen ihrer Recherche da. Sie war so lebenslustig. Wir haben viel gelacht und geredet, als wenn wir schon ewig Freundinnen gewesen wären. Vielleicht hilft es dir, wenn wir gemeinsam versuchen herauszufinden, was letzte Nacht passiert ist. Hm? Du hast recht. Ich muss ja mal raus. Gerade dann, wenn es ganz still ist, wird man empfänglich für die Dinge, die anders sind. Und irgendetwas war anders.
Plötzlich hörte ich Schritte. Ohne mich umzuschauen, lief ich schneller. Immer schneller. Doch wie in einem bösen Albtraum kam ich nicht von der Stelle. So schnell ich auch rannte, ich konnte die Schritte nicht hören. Ich find's auch nicht gerade toll, aber ich hab gedacht, vielleicht gibt sie uns irgendwie einen Hinweis, irgendwas. Wo sind wir eigentlich? Irgendwo zwischen ihrer Wohnung und dem Fundort ihrer Leiche. Irgendwo hier auf der Strecke muss der Mord passiert sein. Den eigentlichen Tatort konnten wir bis jetzt noch nicht feststellen. Wenn ich mir vorstelle, was hier gestern Nacht passiert ist. Schrecklich. Auto und hol Verstärkung. Ich guck mal, das war leer. Polizei, nehmen Sie die Hände über den Kopf! Mit einem Mal konnte ich die Sterne sehen. Unzählige glitzernde Sterne. Sie sollen die Hände über den Kopf nehmen! Herr Scholz, sprechen Sie mit mir. Darf ich Ihr Album mal sehen? Das sind wirklich sehr schöne Fotos. Sie müssen sie sehr geliebt haben, das sieht man. Sie konnten gar nicht genug von ihr bekommen, stimmt's? Was hast du vor? Abwarten. Sie haben so viel begehrt. Und sie wollten sie ganz für sich. Wie oft haben sie sich vorgestellt, wie es wäre, mit ihr ganz allein zu sein? Was sie dann alles mit ihr tun würden. Mit ihrer zarten, weichen Haut. Ich wollte sie anfassen. Nur anfassen. Und streicheln. Ihre weichen Haare. Sie rochen immer so gut. Ich wollte doch immer in ihrer Nähe sein. Matthias Schleitz? Ich weiß alles über Sophie. Warum haben Sie sich überhaupt entschieden, heute Nacht zurückzukommen? Aus Reue? Aus Trauer. Sie hat es nicht verdient, so zu sterben. Ich habe ihr ein Feuer angezündet, damit sie es hell und warm hat. Hell und warm hatte sie es allerdings. Woher kannten Sie den Fundort der Leiche, hm? Woher? Polizeifunk! Ich bin in so einem Verein, da wo das Billardcafé ist. Im Hinterzimmer. Da war ich auch nach der Lesung. Wir werden das überprüfen, Herr Scholz. Thank you.
den Tod eines Menschen zu benutzen, um Kapital daraus zu schlagen, finde ich gelinde gesagt geschmacklos. Wer jung stirbt, stirbt als Held. Sowas verkauft sich von selbst. Soviel ich weiß, ist die Schattennacht der einzige Bestseller Ihres Verlages. Sophie war eine literarische Hoffnungsträgerin. Von ihr wäre noch einiges zu erwarten gewesen. Hat sie noch für andere Bücher unterschrieben? Außer für Schattennacht noch für ein weiteres. Darf ich den Vertrag mal sehen? Bitte. Das ist ja eine Kopie. Wo ist das Original? Es tut mir leid, ich bin Notar und der ist im Golfurlaub. Wie schön für ihn. Vielen Dank. Spielen Sie auch Golf? Ja. Im selben Verein wie Ihr Chef. Dürfen wir reinkommen? Ja, klar. Ja, Vorsicht. Der Tod von Frau Trutz geht ihm wohl sehr nahe. Es ist nur, weil ich habe ja quasi an ihrem Mord mitgeschrieben. Sie kennen das Buch wahrscheinlich am besten. Sehen Sie irgendwelche Parallelen zum Mord an Sophie Trutz? Ich weiß nicht. Vielleicht beim Motiv? Welches Motiv hatte denn der Mörder im Buch? Er ist ein Triebtäter, ein Psychopath. Wo waren Sie denn, nachdem Sie das Lokal verlassen hatten? Ich war natürlich hier. Ich bin sofort nach Hause gefahren. Kann das jemand bezeugen? Nein. Wie war denn Ihre Beziehung zu Sophie Trutz? Das Schreiben hat uns verbunden. Das war unsere gemeinsame Leidenschaft. Wenn man so eng und leidenschaftlich zusammenarbeitet, dann kommt man sich doch sicher auch privat näher, oder? Bitte? Uns liegen Aussagen vor, dass Sie öfter bei Frau Trutz zu Hause gewesen sind und auch privates Interesse an ihr hatten. Nein, ich meine, ja, natürlich war ich öfter bei ihr. Sie wollte ja nicht im Verlag arbeiten. Aber sonst war da nichts. Aber Sie mochten sie. Ja, natürlich. Sie war so voller Energie und Leben. Man musste sie einfach mögen. Herr Schleitz, hatten Sie ein Verhältnis mit ihr? Nein. Aber Sie hätten gern eins gehabt? Nein, verdammt nochmal! Du darfst denen auf keinen Fall von der Sache auf dem Buchfest erzählen, klar. Auf keinen Fall. Du meinst diese Nummer, als du über Sophie hergefallen bist? Ach, komm, jetzt übertreib nicht. Ich war betrunken. Die machen da ein Riesending raus. Alles klar. Okay. Leg du ein Wort bei Krügel für mich ein. Ich bin mit der Überarbeitung fertig. Ich habe alles recherchiert, genauso wie er es wollte. Jenny. Alles klar. Quatsch. Woran arbeiten Sie im Moment? An meinem ersten Roman. Familiensage aus dem 16. Jahrhundert. Sie und Sophie, waren Sie eng befreundet? Mhm. Wissen Sie, warum Sie sich nach der Lesung noch mit Ihrem Verleger gestritten haben? Es ging um den Vertrag. Was für ein Vertrag? Für ein neues Buch. Krügel hat ihr bereits einen Vertragsentwurf geschickt, aber sie hatte noch ein anderes Angebot. Aha, und von wem? Das weiß ich nicht. Sie hat noch drüber nachgedacht. Haben Sie irgendeine Idee, mit wem Sie sich in der Nacht noch getroffen haben könnte? Ich bin ja zeitig gegangen. Ich weiß nicht, was da noch ablief. Könnte zwischen ihr und dem Lektor was abgelaufen sein? Zwischen Matthias Schleitz und Sophie? Nee, absolut nicht. Ich muss jetzt los. Ja, also
falls Ihnen noch irgendwas einfallen sollte, dann können Sie mich anrufen. Tschüss. Tschüss. Fan hat ein Alibi. Er ist von mehreren Leuten zur Tatzeit in diesem Billardcafé gesehen worden. Was mit dem Buch von Sophie Trutz? Bringt uns das irgendwie weiter? Ja, also ich fand's jetzt nicht so spannend. Also im Roman geht es um einen reinen Triebtäter, der sich sein Opfer wahllos aussucht. Und im zweiten Teil wird der Fall dann nur noch aus Sicht des Opfers kommentiert. Also vergessen wir das Buch. Konzentrieren wir uns aufs Motiv. Also Jenny Kunz hat mir erzählt, dass Sophie und Krügel sich gestritten haben, weil ein anderer Verlag sie abwerben wollte. Wenn Sophie Trutz tatsächlich den Verlag wechseln wollte, dann wäre es für den kleinen Krügel-Verlag ein wirtschaftliches Desaster. Und Motiv für einen Verleger. Du meinst, es könnte sein, dass diese Vertragskopie, die er dir gezeigt hat, fingiert war? Anzunehmen. Vielleicht ist er ausgerastet. Vielleicht. Was ist denn mit Ihrem Lektor, mit Matthias Schleitz? Also ich glaube irgendwie nicht, dass da nichts lief zwischen ihm und Sophie. Jenny Kunz meinte auch, dass sie kein Verhältnis hatten. Trauschke? Aber vielleicht war es ja genau das. Vielleicht wollte er und... Sie hat ihn nicht rangelassen. Okay, wir kommen. In die Wohnung von Sophie Trutz ist eingebrochen worden. Komm, Ina, was machen wir? Jan, lass mal. Ich fahr mit Ina. Ich habe die neue Version von Jennys Roman gelesen. Ist gar nicht schlecht. Wie gar nicht schlecht? Das hätten wir doch längst abgehakt. Trotzdem, er ist sauber recherchiert, authentisch, spannend. Ich finde, wir sollten ihr eine Chance geben. Nur um das nur mal klarzustellen, wir reden von diesem Historienschinken, ja? Sind Sie noch ganz betrost? Moment mal, Sie haben doch gesagt, dass... Ich sage Ihnen, was ich meine, sind völlig unterschiedliche Dinge. Wen interessiert denn sowas? Unsere Lesern können ja doch nicht mit anspruchsvollen Inhalten kommen, das muss ich Ihnen doch nicht sagen. Aber Jenny kann sich doch noch entwickeln. Ach was, wir sind hier nicht die Caritas. Machen Sie mir aus Jenny Kunz eine zweite Trutz, dann kommen wir wieder ins Geschäft, ja? Die wertvollen Sachen sind alle noch da. Ina, was ich dich fragen wollte, hast du dir schon mal überlegt, ich meine, hast du schon mal drüber nachgedacht, wie lange du aussetzen willst? Wieso? Naja, das macht mir mal nicht so schwer. Ich meine, wir müssen ja Ersatz suchen und unsere Planung machen. Und das ist nicht so einfach. Ich meine, das ist ja nur vorübergehend. Hajo, ich mache das so, wie es gesetzlich geregelt ist. 6 Wochen vom errechneten Geburtstermin höre ich auf und 3 Monate später bin ich wieder da. Also was soll sein? Ja, also jetzt mach dir mal nicht so einen Stress. Ich meine, das kannst du dir immer noch überlegen, wenn du dann... Ach, Frau Winter. Hallo. Wie geht's Ihnen denn? Wollen Sie wirklich keinen Arzt? Ach danke, es geht schon besser. Ich habe mir nur die Hand verstaucht. Sagen Sie, Sie haben den Einbrecher nicht erkannt. Leider nicht. Es ging alles so schnell. Haben Sie vielleicht eine Idee, was genau der Einbrecher hier gesucht haben könnte? Darüber habe ich auch nachgedacht. Vielleicht ist es ja das hier. Oh, was ist das denn? Das ist ein Memory Stick. Ach so. Darauf speicherte Sophie ihr neues Buch. Und sie gab ihn mir zur Sicherheit. Also ich hätte es lieber über E-Mail gehabt, aber sie traute dem Internet nicht. So, hier, nehmen Sie. Hallo, Störch. Oh, Ina. Kein Bedarf auf eine nächtliche Spritztour. Keine Sorge. Hey, kann das sein, dass es unsere Akte ist? Hajo weiß Bescheid. Weißt du, ich habe das Gefühl, dass ich Sophie was schuldig bin. Aber je länger ich suche, desto weniger sehe ich. Sag mal, hat
Hattest du schon mal das Gefühl, austauschbar zu sein? Als Frau? Als Freund oder als Arbeitskraft? Weiß nicht. Alles drei? Ui, deine Jungs haben eine Nachfolgerin. Tja, sie sind dabei zu suchen. Was hast du denn erwartet? Männer sind nicht so sentimental. Toll. Ich habe mein Wort gehalten und der Polizei nichts erzählt. Was ist mit dir? Warst du bei Krögel? Ja, klar. Ja, und was hat er gesagt? Hast du mit ihm geredet? Er hat gesagt, dass er es erstmal lesen muss. Aber kriege ich meinen Vertrag nun endlich? Er will ihn dir diese Woche noch zuschicken. Ja, und er denkt, dass der Stoff jetzt eine echt gute Chance hat. Du redest kompletten Müll, oder? Sag mal, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Wenn du schon zu feige bist, mir die Wahrheit zu sagen, dann gib dir wenigstens ein bisschen mehr Mühe beim Lügen. Du weißt am besten, wie viel Kraft mich dieses Buch gekostet hat. Und das hältst alles umsonst, ja, weil du zu feige bist. Das ist einfach nicht der richtige Verlag für dich. Warum versuchst du nicht woanders unterzukommen? Das sagst du mir jetzt, nachdem ich das Buch zigmal für euch umgeschrieben habe. Das waren alles nur leere Versprechungen, von wegen Vertrag. Du bist einfach noch nicht so weit. So ein großes Werk, das braucht Zeit. So ein großes Werk. So groß wie das von Sophie vielleicht, ja? Du kommst einfach nach der Babypause zurück und alles wird wie früher sein. Und was mache ich, wenn sie richtig gut ist? Dann bin ich doch raus. Erst recht, wenn ich wegen des Kindes nicht einfach so abrufbar bin. Du bist eifersüchtig. Du hast Angst, dass deine Nachfolgerin besser, netter, hübscher ist als du. Pff, so ein Quatsch. Ja, vielleicht. Aber egal, ich wollte dich noch was fragen. Du hast doch öfter mit Sophie gesprochen, oder? Ja. Hat sie da mal den Namen Jenny Kunst erwähnt, angeblich ihre beste Freundin? Hat sie. Aber sie hat meistens nur über sich gesprochen. Wie würdest du denn Sophie beschreiben? Ich denke, dass sie ganz genau wusste, wer ihr wichtig war und wer nicht. Ehrgeizig, talentiert, erfolgreich und schön. Super, die perfekte Mischung. Wer kann dagegen schon anstinken? Miguel, was ist eigentlich mit dem Wagen vom Fundort? Das dauert ja ewig. Was ich machen? Im Umfeld der Toten fährt halt niemand so ein Corsa. Also, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, wir haben den genauen Wagentypen und dann sagst du, man findet die Karre nicht. Und was ist mit den Autovermietungen? Chef, lass mich doch einfach mal meine Arbeit. Ja, dann mach's doch ordentlich. Was ist da drauf auf diesem Memory-Stick? Ach, guck mal an. Der neue Trutz. Das ist wahrscheinlich die Fortsetzung. Damit hätte der Krögel Verlag ausgesorgt. Da haben wir noch was. Ach, guck an. Damit kriegen wir ihn. So viel Trutz wollte ihr Buch in einem anderen Verlag unterbringen. Sehen Sie, hätte doch längst unterschrieben, haben Sie doch selbst gesehen. Ah, das war eine Kopie. Wissen Sie, was das ist? So ein Datenspeicherding für Computer, und? Wissen Sie auch, was da drauf ist? Hm? Das wirklich großzügige Angebot eines Hamburger Verlages für Sophie Trutz nächstes Buch. Inklusive dickem Vorschuss. Und was habe ich damit zu tun? Das sage ich Ihnen. Ihr Verlag brauchte Auftrieb. Sie brauchten die Unterschrift von Sophie Trutz. Aber sie hielt sie hin. Sie gingen in der Nacht zu ihr, überredeten sie zu einem Spaziergang, hatten Streit und dann... Den Rest kennt man ja aus dem Buch. Und diesen Bekennerbrief habe ich mir selbst in den Briefkasten gelegt, ja? Sie fantasieren ja. Ach, und die alte Dame, die Sie verletzt haben bei Ihrem Einbruch, die fantasiert auch. Die hat sie nämlich erkannt, Herr Krögel. Sie wollten das Manuskript, aber das war auch hier drauf gespeichert und in Sicherheit gebracht worden. Sag mal, du bist sicher, dass Jenny Kunst nicht auf irgendeiner deiner Autolisten steht? Logisch bin ich sicher. Da sieht der vielleicht wie ein Corsa aus. Ist sie das? Ja. Ich bin in die Wohnung eingebrochen. Es ging um den Verlag und alles, was dran hängt. Sophies neues Buch hätte alle Probleme gelöst. Natürlich war ich verärgert, dass sie mich so lange hingehalten hat. Das glaube ich gern. Denn nach dem Angebot hätte Sophie Trutz auf keinen Fall bei Ihnen unterschrieben. Brauche ich einen Anwalt? Das sieht ganz so aus. Tag. Wollen Sie zu uns? Ja. Ist Ihnen doch noch was eingefallen?
Letzte Woche beim Buchfest, da gab es eine ziemlich blöde Situation. Wenn ich da nicht aufgetaucht wäre, dann glaube ich, hätte Matthias Sophie vergewaltigt. Und warum erfahren wir das jetzt? Ich glaube, ich hatte Angst. Der Typ ist verrückt. Ja und? Ich hatte was getrunken und Sie? Ich hätte ihr doch nie was angetan. Frau Kunst behauptet das Gegenteil. Jenny? Jenny, die ist doch verrückt. Dasselbe behauptet sie von Ihnen. Gott, die ist doch bloß beleidigt und... Und eifersüchtig? Das ist es, nicht wahr? Sie hatten gar nichts mit Sophie Trutz. Sondern mit Jenny, stimmt's? Und warum ist es so ein Geheimnis? Weil diese Beziehung ein Fehler war. Ich dachte, sie ist talentiert und eine tolle Frau und... Und deswegen haben Sie sie verlassen? Und wegen Sophie. Wegen sie ist Jenny verblasst in jeder Hinsicht. Aber Sophie hat sie nicht rangelassen. Was? Das ist natürlich frustrierend. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Aber so war es nicht. Ich habe genug gehört. Lass uns gehen. Frau Kunst? Wir haben da noch ein paar Fragen. Ja, aber so schwer ist es doch nicht. Sie haben doch einen Computer. Schauen Sie einfach unter Jenny Kunst nach. Woher kannten Sie und Sophie sich eigentlich? Sie war ein Jahr unter mir im Literaturinstitut. Wir waren in der Zeit ständig zusammen. War das auch noch so, nachdem Matthias Schleit Sie wegen Sophie verlassen hat? Sie wollte ihn gar nicht. Sie war nur so perfekt, wissen Sie? Niemand ist perfekt. Was fahren Sie eigentlich für ein Auto, Frau Kunst? Keins, ich habe kein Auto. Sie sind Mitglied beim Carsharing, stimmt's? Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum sie ständig mit einem anderen Auto unterwegs ist. Das ist eine ganz lustige Sache. Das heißt Mitgliedsbeitrag und dafür kannst du jederzeit irgendwelche Autos benutzen, die in der Stadt verteilt sind. Gut verstehen. Ich weiß, wie das ist, wenn man von anderen enttäuscht wird. Sie war meine Freundin. Ich habe sie in den Verlag gebracht. Ich habe ihr Matthias vorgestellt. Sophie hat ihn Matthias einfach weggenommen, stimmt's? Das war nicht fair. An ihrer Stelle wäre ich auch sehr verletzt und wütend gewesen. Ich wollte ja mit ihr reden, aber ich wollte endlich mal ein paar Dinge mit ihr klären. Matthias und Sophie, die haben mich überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Sie haben mir ständig das Gefühl gegeben, dass ich nicht dazugehöre, dass ich nicht gut genug bin. Matthias ist ihr hinterhergekrochen. Sie haben Matthias geliebt, aber Sophie hat nur mit ihm gespielt. Sie hat ihn benutzt. Sie konnte jeden um den Finger wickeln. Sie konnte aus Schrott Gold machen. Und sich gut verkaufen, das hat ja auch funktioniert. Mir hat ihr Buch auch nicht besonders gefallen.
Wie hat sie reagiert, als Sie mit ihr darüber reden wollten? Sie hatte was getrunken. Ich bin überhaupt nicht an sie rangekommen. Ich habe geglaubt, dass meine Freundin sieht, dass sie mir jetzt helfen könnte. Aber sie war einfach nur nett. Oberflächlich nett. Einfach ein bisschen wacker machen, dann geht es schon. Mal los! Hör mal auf! Zuerst bin ich weggerannt und dann kam mir ihr Buch in den Sinn. Ich habe mein Auto geholt und habe sie zum Bahngelände gebracht. Kennerbrief, den haben Sie geschrieben. Ich habe das alles getan. Ich habe... Jenny, nein! Wenn Sie jetzt da runterspringen, dann bin ich verpflichtet, Sie daran zu hindern. Und das wird dann nicht nur für Sie und mich tödlich enden, sondern auch für mein Kind. Ich wollte Sophie nicht töten. Ich wollte sie nicht. Ich wollte sie nicht töten. Ich weiß. Ich spürte nichts mehr. Nicht die Fesseln an Händen und Füßen, wie sie mir tief ins offene Fleisch schnitten. Nicht die Steine, die mir die Haut aufschürften. Ich konnte kaum atmen, rang nach Luft. Mir wurde schlecht und ich musste würgen. Dann ließ er mich los und schaute mich an. Da wusste ich, dass er mich töten würde. Was sonst hätte er mir noch antun können? Ich lag einfach nur da und wartete. Dann hörte ich ein leises Plätschern, wie ein Kind, das in eine Pfütze springt. Das Plätschern kam näher und wurde lauter. Ein beißender Geruch stieg auf. Meine Wunden brannten, mein Puls raste. Ich hatte Todesangst. Dann sah er mich an, lächelte und zündete langsam ein Streichholz. Es wurde heiß. Unerträglich heiß. Ich wollte schreien, aber mir fehlte die Kraft. Doch plötzlich spürte ich nichts mehr. Ich blickte zum Himmel und konnte die Sterne sehen. Unzählige, glitzernde Sterne. Bravo!
dauert nicht lange. Ich will nur Hallo sagen. Wer ist er denn? Der Verleger. Das war super. Ganz toll. Vielen Dank. Tschüss. Großartig. Hey. Schön, dass du kommen konntest. Hast du Stress? Der ist nur nervös. Und? Schon gelesen? Total spannend. Aber medizinisch betrachtet, an manchen Stellen würde ich sagen, nicht ganz korrekt. Naja, nennen wir es mal künstlerische Freiheit oder vielleicht besser Wirkung vor Logik. Aber danke nochmal, dass ich bei dir in der Pathologie recherchieren durfte. Gerne, immer wieder. Ach so, das ist meine Kollegin Ina. Hallo. Von der Kripo. Hallo. Auch das noch. Und, wie ist Ihr Urteil? Ja, interessantes Buch und schön gelesen auch. Na, wenn Sie meine Stimme so mögen, dann schenke ich Ihnen das Hörbuch. Dankeschön. Betrachten Sie es einfach als eindeutigen Bestechungsversuch, der mich hoffentlich vor weiterer fachlicher Kritik bewahrt. Ja. Entschuldigung, können Sie vielleicht aufhören, mir das Ding ins Kreuz zu rammen? Dankeschön. Kommst du, Ina? Tschüss. Was ist denn heute los? Bin ich unsichtbar oder was? Ja, ich glaube, wir gehen. Das Buch macht aggressiv. Ja, komm, lass uns gehen. Zu dir fangen. Lass mal. Wir haben beide schon ein bisschen viel getrunken. Ein schöner Anblick, weibliche Brandleiche. Noch keine Hinweise auf die Identität. Ein paar Bahnarbeiter haben sie auch morgen entdeckt. Brandbeschleuniger? Herkömmliches Benzin. Der Erkennungsdienst geht davon aus, dass das Feuer etwa 5 bis 8 Stunden her ist. Morgen. 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 Das sieht so aus, als ob das Opfer von hier aus dem Ort darüber geschleift worden ist. Wir müssen ein bisschen auf die Spuren aufpassen. Ja. Morgen, Frau Doktor. Was ist denn mit ihr los? Ina, das solltest du dir nicht antun. Das ist schon okay. Weil ich glaube, ich weiß, wer das ist. Sophie Trutz, die Krimi-Autorin. Ihnen helfen?
Ja, guten Tag, Frau Winter. Mein Name ist Maybach, Kripo Leipzig. Das ist meine Kollegin Zimmermann. Guten Tag. Wir wollten eigentlich zu Ihrer Nachbarin. Ist Sophie etwas passiert? Tja, das wissen wir leider noch nicht ganz genau. Wissen Sie denn, ob Sophie Trutz letzte Nacht überhaupt nach Hause gekommen ist? Oder ist Ihnen sonst irgendwas aufgefallen? Moment, wie war das noch? Ich bin um 1.43 Uhr aufgewacht, weil ich Sophies Stimme im Flur gehört habe. Dann bin ich aufgestanden, um nachzusehen. Gutes Gedächtnis. Oh, danke. Mit wem hat sie denn gesprochen? Es tut mir leid, ich habe nur Sophies Stimme gehört. Aber ich bin etwas beunruhigt. Wegen diesem Mann. Welcher Mann? Ja, Sophie fühlte sich von ihm belästigt. Er stand manchmal vor dem Haus und sogar einmal im Hausflur. Wie sah der Mann aus? Wissen Sie das? So ein großer, ziemlich kräftig und trug immer so eine Wollmütze. Hatte der zufällig auch so einen langen, hellen Trenchcoat an? Ja, genau. Aha. Gestern Abend bei der Lesung, da war ein Typ, auf den passt die Beschreibung ganz genau. Der stand in der Reihe hinter mir, hat mich immer so angeatmet und angerempelt. Sagen Sie, Frau Winter, haben Sie zufällig einen Schlüssel für Sophies Wohnung? Ja, für alle Fälle. Hier ist er. Kommen Sie, kommen Sie. Sophie! Kind, bist du da? Ich versuche seit Stunden, Sophie zu erreichen und sie ist heute Morgen zu einem Pressetermin geplatzt. Wir gehen davon aus, dass sie Opfer eines Verbrechens wurde. Sie meinen sie ist? Ja, wir haben sie noch nicht identifiziert, aber es deutet alles darauf hin. Den hatte ich vorhin im Verlagsbriefkasten. Hat den außer Ihnen noch jemand angefasst? Nein, darf ich. Wann haben Sie Sophie Trutz das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Sie hatte eine Lesung und danach sind wir alle noch auf ein Glas zusammengesessen. Alle? Wenn ihr jetzt zeigt mir... Sagen Sie, Frau Winter, kennen Sie Freunde oder Bekannte von Sophie? Ach, sie arbeitet immer so viel. Meistens mit dem Herrn aus dem Verlag, ihr Lektor. Und ab und an kommt Jenny. Sie ist auch Schriftstellerin. Und dann reden wir über Literatur. Jenny? Welche Jenny? Jenny Kunst, eine junge Autorin, und Matthias Schleitz, unser bester Lektor. Die Herren sind von der Polizei. Guten Tag. Von der Polizei? Ja, es geht um Sophie Trutz. Ihr wart doch gestern Abend noch länger mit ihr zusammen, nachdem ich weg war. Ich bin nicht mehr so lange geblieben. Du warst doch noch da, oder? Ja. Ja, und die, sie hat sich ein Taxi genommen und ist nach Hause gefahren. Von der Polizei. Wir gehen davon aus, dass sie heute Nacht Opfer eines tödlichen Verbrechens wurde. Sie ist verbrannt worden. Verbrannt im Bucht? Das gibt's nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Oh Scheiße, das ist meine Schuld. Wir sind zu weit gegangen. Wir sind einfach zu weit gegangen. Warum zu weit gegangen? Ich habe sie doch dazu gebracht, das alles zu schreiben. Wovon sprechen Sie? Wir haben ein halbes Jahr an dem Buch zusammengearbeitet. Entschuldigen Sie, was wissen Sie von Sophie Trutz? Wir waren Freundinnen. Entschuldigung, ist schlecht. Ich würde gern gehen, kann ich gehen? Ja, natürlich. Ina, geh doch raus, wenn dich der Geruch stört. Ist doch kein Problem. Schon in Ordnung, ist nicht so schlimm. Ina Jan hat recht. Und? Ist das Sophie Trutz? Kein Zweifel. Die DNA-Probe aus ihrer Wohnung ist identisch mit den Überresten der Leiche.
Weiß man schon was über die genaue Todesursache? Vieles stimmt zwar mit dem Buch überein, aber eben doch nicht alles. Das Opfer im Buch wurde lebendig verbrannt, Sophie. Sophie dagegen starb vermutlich an einem Schädelbruch. Das heißt, sie war schon tot, bevor sie verbrannt wurde, ja? Anzunehmen. Ihr Hinterkopf ist gegen etwas Hartes gestoßen. Oder gestoßen worden. Ist alles in Ordnung? Möchtest du dich setzen? Es geht schon. Du hast gesagt, dass das Opfer im Buch vergewaltigt wurde. Richtig. Ist aber bei Sophie nicht mehr feststellbar. Fakt ist, dass zum Zeitpunkt der Verbrennung Sophie bekleidet. Das Opfer im Buch war nackt. Aber ein Sexualdelikt lässt sich trotzdem nicht ausschließen. Wie schon gesagt, der Zustand der Leiche lässt offen, ob Sophie... Scheiße! Was hast du denn? Ich erkläre es dir später. Hoffentlich haben wir es nicht mit einer Nachahmungstat zu tun. Dann hätten wir jetzt tausende verdächtige Leser. Soweit ich weiß, wird die Frau im Roman verfolgt, vergewaltigt und dann bei lebendigem Leibe verbrannt. Sophie Trutz war aber schon tot, bevor sie verbrannte. Das hört sich alles total krank an. Also wenn der Mörder ein Psychopath war, dann will er uns vielleicht ein Zeichen geben. Ich meine, vielleicht will er ja entdeckt werden und handelt deshalb genauso wie im Buch. Das würde zumindest den Bekennerbrief erklären. Das hier ist übrigens der Mann, den uns Sophies Nachbarin beschrieben hat. Und das ist eindeutig derselbe Typ, den ich gestern Abend bei der Lesung gesehen habe. Die Fahndung nach ihm läuft. Wie ist eigentlich der Fall im Buch aufgeklärt? Keine Ahnung, ich bin gestern eingeschlafen. Bin noch nicht so weit. Also solange wir nichts Konkretes haben, dann werden wir uns um den engsten Personenkreis des Opfers kümmern. Familie zum Beispiel. Gibt keine Familie. Eltern sind beim Autounfall gestorben. Schätz mal, wir müssen am Verlag dranbleiben. Ach, das sind merkwürdige Typen. Dieser Verlagschef, dann der Lektor, der völlig außer Fassung geriet, die Freundin. Miguel, das ist eine gute Sache für dich morgen. Du redest mit ihr. Den Verlagschef, den habe ich gestern Abend übrigens auch gesehen. Sah aus, als hätte er einen ziemlichen Streit mit Sophie Trutz. Wie es aussieht, schon die Reifenabdrücke am Fundort von der Erstbereifung von Opel Corsa. Ich mach das. Gut. Ina und Jan, ihr kümmert euch morgen um den Lektor und ansonsten denkt die Bettlektüre. Ich bin dabei. Katrin? Ina. Hier bist du. Oh, ich hasse diese Treppe. Willst du auch einen Schluck? Ja. Du darfst ja nicht. Wie geht's dir? Normalerweise sind sie namenlos. Ich war immer die Beste in meinem Jahrgang. Konnte alles, hatte immer alles unter Kontrolle. Als dann Sophia auftauchte, wegen ihrer Recherche, da... Sie war so lebenslustig. Wir haben viel gelacht und geredet, als wenn wir schon ewig Freundinnen gewesen wären. Vielleicht hilft es dir, wenn wir gemeinsam versuchen, herauszufinden, was letzte Nacht passiert ist. Hm? Du hast recht. Ich muss ja mal raus. Okay, komm. Gerade dann, wenn es ganz still ist, wird man empfänglich für die Dinge, die anders sind. Und irgendetwas war anders. Plötzlich hörte ich Schritte. Ohne mich umzuschauen, lief ich schneller. Immer schneller. Doch wie in einem bösen Albtraum kam ich nicht von der Stelle. So schnell ich auch rannte, ich konnte die... Ich kann's nicht hören. Ich find's auch nicht gerade toll, aber ich hab gedacht, vielleicht gibt sie uns irgendwie einen Hinweis, irgendwas. Wo sind wir eigentlich? Irgendwo zwischen ihrer Wohnung und dem Fundort ihrer Leiche. Irgendwo hier auf der Strecke muss der Mord passiert sein. Den eigentlichen Tatort konnten wir bis jetzt noch nicht feststellen. Ich mir vorstelle, was hier gestern Nacht passiert ist. Schrecklich. Und hol Verstärkung, ich guck mir das mal näher.